Das erste zu Wort gemeldet ist der Herr Klubobmann Heinz-Christian Strache. Ich erteile es Ihnen und stelle 10 Minuten Redezeit ein. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren auf der Regierungsbank. Man muss schon anmerken, dass es etwas seltsam ist, dass erst die Opposition tätig werden musste, dass wir heute im Rahmen einer Sondersitzung die Ehre haben, dass der Herr Bundeskanzler zu dem Milliardenloch bei der Hypo-Abbaugesellschaft Hetter Stellung nimmt. Und so gesehen sage ich, schön, dass Sie heute so zahlreich der Einladung der Opposition gefolgt sind auf der Regierungsbank, damit wir endlich auch einmal die Erklärung von Ihnen hören konnten und auch dieses eigenartige und ja, von heute auf morgen entstandene Loch letztlich auch behandeln können. Denn das ist natürlich mehr als eigenartig. Und ich sage, das zeigt schon auch ein bisschen den mangelnden Respekt auf, den Sie, Herr Bundeskanzler, offensichtlich vor diesem Hohen Haus haben. Anders ist das nicht zu erklären. Denn Sie als Bundeskanzler hätten natürlich die Verpflichtung gehabt, von sich aus hier eine Erklärung abzugeben. Und das ist eigentlich die Erwartungshaltung, die man an Sie gehabt hat, der Sie nicht nachgekommen sind, sondern erst auf Druck der Opposition. Und natürlich waren Sie, Herr Bundeskanzler, beschäftigt. Ich verstehe das schon. Sie waren beschäftigt mit der Steuerreform. Sie waren beschäftigt, nachdem diese präsentiert worden ist, die ja in Wahrheit nichts anderes darstellt als eine Umschichtung, sich offenbar selbst zu loben und jeden Tag sich vor den Spiegel zu stellen und zu sagen, super, habe ich das gemacht, ne, wenn schon kein anderer Sie lobt. Aber wenn Sie dann sich hinstellen und sagen, Sie sind sozusagen von sich aus der selbsternannte Feuerwehrhauptmann, dann muss ich schon sagen, bei aller Wertschätzung, die Feuerwehr hätte in München ausrücken müssen, nämlich vor einer Verstaatlichung ohne Not. Denn damals war letztlich der Zuständigkeitsbereich Bayern. Und wenn dort ein Brand ausgebrochen ist, wie Sie das darstellen, dann hätte die dortige Feuerwehr ausrücken müssen. Und dann ist es noch unverständlicher, warum man das Brandobjekt sozusagen von Bayern nach Österreich geholt hat im Jahr 2009 und dann als Feuerwehrhauptmann bis heute es nicht geschafft hat, das zu löschen. Dann muss man das schon auch kritisch hinterfragen, wenn Sie das selbst als Beispiel bemühen, wo die Flammen letztlich seit 6 Jahren lodern und immer wieder neue Brandherde in diesem Bereich auch offenkundig werden. Und natürlich ist es die alte Leier, keine Frage, das ist ja natürlich immer wieder, und das war auch nicht unbedingt aufschlussreich in der Rede, die alte Leier, der Haider ist schuld, das Haider ist Schuldgejammere, das kennen wir seit Jahren. Ein Mensch, der tot ist, der mit der Verstaatlichung ohne Not mit Sicherheit nichts zu tun hatte, der auch seit dem Jahr 2009 gar nicht eingreifen konnte, wo nichts geschehen ist, wo Untätigkeit der Fall gewesen ist, wo man letztlich dann am Ende auch noch die schlechteste Entscheidung mit einer Abbaugesellschaft getroffen hat, anstatt eine geordnete Insolvenz ernsthaft zu prüfen, wie sie ja große Teile der Opposition vorgeschlagen haben. Und so gesehen ist es einmal zumindest schön, man muss ja fast schon zynisch festhalten, wir bedanken uns als Untertanen, dass wir heute die Möglichkeit haben, auch darüber zu diskutieren und letztlich diese Hypotragödie zu beleuchten. Und der Fall Hetter ist natürlich auch letztlich die logische Folge einer Kette, ja, von Dilettantismus, wie die Frau Gries das ja auch aufgezeigt hat, die nämlich hier sehr wohl die unterschiedlichen Verantwortlichkeitsketten aufgezeigt hat. Kann nur wiederholen, weil das offenbar notwendig ist. Wiederholung tut gut. Ja, in Kärnten haben alle Parteien dieser unverantwortlichen Haftung zugestimmt. Ja, alle, die FPÖ und der Haider, die ÖVP, die SPÖ und am Ende auch eben die Grünen, wie die Frau Gries festgehalten hat. Ja, das war unverantwortlich, keine Frage. Nach dem Verkauf der Hypo hat es andere Eigentümer gegeben, die in der Verantwortung standen. Die hätte man nicht aus ihrer Verantwortung entlassen dürfen. Und aufgrund dieser negativen Entwicklung einer Verstaatlichung ohne Not und der weiteren Untätigkeit ist letztlich der Schaden zu 100% auf Österreich umgewälzt worden, was man verhindern hätte können. Und so gesehen ist natürlich diese dilettantische Regierungspolitik seit dem Jahr 2009 mit der Verstaatlichung ohne Not letztlich auch das Hauptverschulden, das von Ihnen immer wieder weggestrichen wird. Und natürlich haben Sie offenbar damals auch gar nicht so viel mitbekommen, Herr Bundeskanzler, denn laut Profil ist ja auch berichtet worden damals, dass der Entschluss der Verstaatlichung ohne Not, als er getroffen wurde, da wird
wurde im Profil ja berichtet, ich zitiere, böse Zungen behaupten hartnäckig, Faymann habe die Verhandlungsnacht vom 13. auf den 14. Dezember, in welcher die teuerste Entscheidung der Zweiten Republik getroffen wurde, im Bett verbracht. Da kann man nur sagen, ich hoffe, Sie haben gut geschlafen, schön, dass Sie sich heute nicht im Bett verkrochen haben und gekommen sind und Erklärung auch abgegeben haben. Und natürlich sage ich, es gibt zwei Alternativen. Entweder das von der Regierung gewählte Szenario mit einem Zahlungsmoratorium, welches letztlich den großen Showdown einmal mehr auf einen zukünftigen Zeitpunkt, nämlich 2016, verlegt, oder ein glatter Schnitt in Form einer geordneten Insolvenz, eines Konkurses. Und die zwei Möglichkeiten gibt es und über die diskutieren wir auch seit geraumer Zeit. Und da muss man eben eine saubere, transparente und sichere Lösung wählen, nämlich eine geordnete Insolvenz unserer Auffassung, wie wir das auch von Beginn an eingefordert haben, über ein ordentliches Gericht. Und das wäre auch die beste Lösung im Sinne der Steuerzahler. Eine geordnete Insolvenz bedeutet nämlich einerseits ein klares, transparentes Verfahren bei einem unabhängigen Gericht. Und da bewegt man sich letztlich auf juristisch bekanntem Terrain. Und das hat den Vorteil einer hohen Rechtssicherheit auf der einen Seite, geringen Rechts- und Beratungsaufwänden, sicheren Erfolgsaussichten und einer starken Position der Republik, nämlich mit abschätzbaren künftigen Kosten für den Bund, ohne Kollateralschäden für den Finanzplatz und letztlich die Reputation des Standortes Österreich. Und das wäre besonders wichtig. Und deshalb sage ich, bitte hören Sie auf mit dem Märchen, das auch wieder in Ihrer Erklärung offenkundig geworden ist, dass bei einer Insolvenz die Ausfallshaftungen des Landes Kärntens sofort schlagend werden würden. Nein, Kärnten steht in einem Verfahren, das Jahre dauern kann, dauern wird, in der Haftungskette ganz am Schluss. Und zuerst einmal hätten und müssten alle Assets verwertet werden. Also das würde nicht von heute auf morgen schlagend werden. Und die Zahlung, das Zahlungsmoratorium hingegen ist eine rechtlich unsichere Sache, mit der wir uns letztlich auch auf juristischem Neuland bewegen. Und man braucht hohen Rechts- und Beratungsaufwand und die Erfolgsaussichten sind unsicher. Die Position der Republik ist schwach und es sind unabwägbare künftige Kosten letztlich für den Bund und auch ein hoher Schaden für den Finanzplatz Österreich zu erwarten. Im Übrigen ist schon auch kritisch zu hinterfragen, wie es zu diesen hohen Beratungskosten im Rahmen der HETA, aber auch der Hypo gekommen ist. Hunderte Millionen Euro, wo ich mich auch frage, wie ist das zu verantworten und zu rechtfertigen in dieser Höhe bei all den Experten, die da insgesamt eingesetzt worden sind, die auch Sie heute wieder mit der Nationalbank und Finanzmarktaufsicht bemüht haben. Ich muss schon in Erinnerung rufen, dass auch die Finanzmarktaufsicht sich bei der Einschätzung der Hypo ja dramatisch geirrt hat und offenbar viele, viele Fehler auch passiert sind und man natürlich auch die Finanzmarktaufsicht bis hin zur Nationalbank natürlich auch kritisch beleuchten wird müssen im Zusammenhang der Verantwortlichkeitsketten dieser Negativentwicklung. Und ich sage, der Schaden von der Republik sollte so gut wie möglich abgewendet werden. Das ist letztlich notwendig. Das ist unsere Verantwortung, die wir alle haben. Und das sollte eigentlich im Vordergrund stehen und nicht die Interessenslagen von Großbanken, sondern die Interessenslagen der Österreicher und der Steuerzahler in diesem Zusammenhang und eben nicht der Großbanken, wie man manchmal den Eindruck hat, wo man versucht, die außen vor zu lassen. Und ich kann mir auch schon vorstellen, dass die Hypo natürlich bei den Budgetverhandlungen im Herbst vielleicht wieder zum Vorwand genommen wird, dass man die eigene präsentierte Steuerreform vielleicht wieder versucht, etwas aufzuweichen. Das wäre mehr als traurig, sondern wenn, bräuchte es da nachhaltige Strukturen, wie wir auch schon angemerkt haben. Und nicht letztlich eine Entwicklung, wie jetzt auch in den letzten Tagen präsentiert, dass es zu reinen Steuerumschichtungen, zu Steuererhöhungen kommt, zu keinem Bekämpfen der kalten Progression kommt und dann das mehr Netto vom Brutto in zwei Jahren durch die kalte Progression wieder aufgefressen wird, letztlich die Leute nicht mehr Netto dann haben, aber die Erhöhungen, nämlich die Steuererhöhungen dann bleiben und in Wahrheit wir noch höhere Belastungen in der Zweiten Republik haben, als das bisher schon der Fall war. Und ja, natürlich frage ich mich, man hört ja viele Gerüchte, auch dass durchaus aus den eigenen Reihen, Herr Bundeskanzler, viel Kritik in Ihre Richtung auch immer wieder durchdringt und man offenbar an Ihrem Stuhl sägt. Der Wiener Bürgermeister hat Ihnen ja gestern im Zusammenhang mit der Inseratengestaltung schon ziemlich deutlich ausgerichtet, wer in Ihrer Partei
das Sagen hat. Er hat gesagt, er macht, was er will. Wir machen, was wir wollen, hat Häupl gesagt über Sie. Und weiter hat er ironisch gemeint, dass er Ihnen bei der Inseratengestaltung prinzipiell vertraut, weil davon versteht er was, der Werner Faymann. Ja, Sie verstehen auch offenbar etwas als selbsternannter Feuerwehrhauptmann, aber leider Gottes bis dato nicht wirklich erfolgreich in der Brandlöschung. Und wie gesagt, wenn man das Beispiel schon bemüht, dann muss man wirklich kritisch hinterfragen, warum das Brandobjekt von Bayern nach Österreich geholt wurde. Und ich frage mich wirklich am Ende, warum Sie sich das Ganze überhaupt noch antun. Es ist ja ziemlich belastend, wenn man auch in den eigenen politischen Reihen immer wieder erleben muss, dass man da nicht unbedingt gemocht wird. Aber ums Mögen geht es nicht, sondern es geht um Verantwortung. Es geht darum, dass es viele Fehlentwicklungen gegeben hat, wo Sie sich nicht hinstellen können und das ewige Spiel und Gejammere darauf reduzieren können, dass ein Haftungsbeschluss schuld sei an der gesamten fehlerhaften Entwicklung. Nein, da gibt es fehlerhafte Entwicklungen, die danach gekommen sind, und die treffen auch Sie in Ihrer Verantwortung. Heinz-Christian Strache spricht von mangelndem Respekt des Bundeskanzlers vor dem Parlament, dass eine Sondersitzung einberufen werden musste, damit der Kanzler den Nationalrat informiert. Strache sprach wieder sehr oft von der Verstaatlichung ohne Not, und am Ende seiner Rede nutzte er die Gelegenheit, um die Steuerreform der Regierung zu kritisieren.